Hi Leute, ich bin Phil und ich mache Musik und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kompression. Ja, hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Kompression. Ich versuche euch da so ein bisschen die Basics nahezulegen. Meistens ist es ja so, wenn Produzenten, Musiker, Leute oder einfach nur ganz normale, Schlafzimmermusiker sich prinzipiell damit beschäftigen, mit dem Thema Kompression, dann läuten gleich die Alarmglocken. Oh Gott, komische Regler, keine Ahnung, was bedeutet das? Und das war bei mir genauso. Im Prinzip ist Kompression eigentlich nicht so mega kompliziertes Thema. Es ist einfach nur so, dass halt aus der alten Zeit vieles übernommen worden ist, nicht unbedingt an den modernen Nutzen angepasst worden ist. Es gibt halt viele Regler, die ja so erstmal überhaupt keinen, also die Namen sagen einem erstmal gar nichts so, und wenn man sich noch nie mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, dann sind das mal ganz schnell böhmische Wälder. Kompression wurde ja ursprünglich entwickelt oder genutzt fürs Broadcasting, also mehr so für Radio, um leise Sachen lauter zu machen. Und im Prinzip kann man sich das vorstellen, ist Kompression nichts weiter als ein Fader, ein Lautstärkeregler, der immer den hier macht. Der immer alles abregelt oder runterregelt, was zu laut ist. Das wird dann halt einfach runtergedrückt. Und um es dann halt, indem man das ganze Signal in der Lautstärke anhebt, einheitlicher zu machen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Radio vor seinem Mikrofon sitzt und dann mal ein bisschen hin und her wackelt oder mit der Stimmenlautstärke variiert, dass es dann nicht auf einmal super laut aus den Boxen kommt, sondern halt schön einheitlich in der Lautstärke ist. Das ist es auch prinzipiell, wozu Kompression da ist, um ein Signal schön gleichmäßig und einheitlich zu machen. Kompression kann man ja prinzipiell auf alles anwenden. Da sind der Kreativität ja prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Ob es auf Drums, Vocals, Bass, auf Gitarren kommt drauf an. Akustische Gitarren kann man es durchaus mal verwenden. Bei E-Gitarren ist durch die Verzerrung an sich schon ein relativ hoher Kompressionsgrad drauf. Da würde ich es jetzt nicht unbedingt ansetzen, aber auch da kommt es bei mir gelegentlich zum Einsatz. Gut, im Detail schauen wir uns das Ganze jetzt in der DAW an. Ich habe ein kleines Beispiel für euch vorbereitet. Ich habe mich in dem Beispiel so ein bisschen an dem Tutorial-Video von Glenn Fricker von Spectra Sound Studios orientiert. Das war auch so ein bisschen die Inspiration. Und ich finde auch auf Deutsch wäre das vielleicht gar nicht mal verkehrt, sowas einfach mal zu machen. Ne? Von daher gucken wir mal rein. Ja, da sind wir in Cubase. Ihr kennt das Spiel, im Arranger. Ich habe hier ein kleines Beispielchen für euch vorbereitet. Ja, da beschäftigen wir uns einfach mal mit dem Thema Drums und dem Thema Bass. Ich zeige euch nachher auch noch einen kleinen Trick, der in der modernen Metal-Produktion eigentlich eine ganz coole Sache ist. Dann erstmal zum Beispiel selber. Das ist einfach eine simple Drumline, die ich hier quasi dafür nutze. Könnt ihr mal reinhören. Genau, dafür haben wir uns dann einmal hier die Overhead-Spur rauskopiert und damit beschäftigen wir uns mal, weil Overheads werden ja in der Regel auch heftig komprimiert, um halt die leisen Sachen lauter zu machen und die lauten Sachen halt dementsprechend anzupassen. So, das ist erstmal die Overhead-Spur. Und hier haben wir dann halt, ein relativ deutliches Bild von den Transients und den Tails. Transients sind ja quasi die Spitzen, ne, die Peaks, und die Tails sind dann halt quasi das lange hinten dran, ne, um es mal einfach auszudrücken. Um das Ganze zu erklären, nutzen wir den Safe Compressor von Semantic Audio. Ist kostenlos, könnt ihr euch gerne runterladen. Link dazu packe ich auch in die Beschreibung rein. Hier wird das aber ganz gut visualisiert. Da kann ich euch das im Prinzip dann auch ganz gut erklären. Im Prinzip schalte ich den jetzt einfach mal dazu. Und dann seht ihr das Ganze mal. Und hier seht ihr auch im Prinzip immer die Lautstärke. Mit jedem Anschlag geht das Ganze nach oben.
Genau. So, dann habe ich hier die Regler, die gängig für jeden Kompressor sind. Da wäre einmal der Threshold, der Ratio, Knee, Attack, Release und der Make-up Gain. Der Threshold ist im Prinzip nichts weiter als ein Grenzwert, quasi eine Linie, die überschritten werden muss, damit der Kompressor überhaupt erstmal aktiv wird, damit er greift. Ja, die können wir hier im Prinzip setzen, indem wir den Threshold runter regeln. In dem Fall seht ihr schon hier, dass sich quasi die Linie an einem bestimmten Punkt bricht. Ja, das ist quasi die Dezibelzahl. Ne? Also wenn dieser Lautstärkenpunkt quasi diesen überschreitet, dann wird die Lautstärke abgeregelt. Ne? Also wird sie runtergeregelt. Der Ratio beziffert im Prinzip, wie doll die Lautstärke dann abgeregelt wird. 2 zu 1 Ratio heißt quasi, dass der Kompressor, also ab dem Threshold, dass dann quasi das Signal 2 Dezibel lauter sein muss, um überhaupt 1 Dezibel lauter zu werden. Na, das heißt quasi, er muss dann mindestens 2 Dezibel über den Threshold gehen, um 1 Dezibel lauter zu werden. Reiße ich den Threshold jetzt extrem hoch, zum Beispiel 8 zu 1, ne, oder 8,1 zu 1 jetzt in diesem Fall, muss das Signal, quasi die Lautstärke, um 8 Dezibel überschreiten, um am Ende nach der Kompression um 1 Dezibel überhaupt lauter zu werden. Ne, also man kann sich das jetzt mal im Bildlichen, kann ich das mal gerne zeigen. Ihr habt hier die Lautstärke und guckt einfach mal, was mit diesem gelben Punkt passiert. Ja, also sobald das Signal quasi diesen Grenzwert überschreitet, greift der Kompressor und drückt das Signal quasi runter. Und es wird halt nicht so laut, wie es eigentlich ist, sondern es wird halt einfach abgeregelt. Was dadurch entsteht, ist natürlich, das Signal wird erstmal leiser. Na, alles wird einheitlich runtergeholt und auf eine Ebene gebracht. Um dem Ganzen nachher entgegenzuwirken, gibt es den sogenannten Make-up-Gain, der dann das eigentliche Signal in der Lautstärke wieder anhebt, damit ihr dann keinen Lautstärkenverlust mehr habt, sondern einfach nur noch diese Gleichhaltung des kompletten Signals, dass halt alles einheitlich klingt. Dann wäre quasi das Thema Knee. Knee ist dann quasi, ja, sagt man, die Härte des Kompressors, wie abrupt das Signal quasi runtergedrückt wird. Wenn ihr das quasi verändert, dann seht ihr hier, das ist quasi das Knie, ne, das Knie. Und wenn ihr das jetzt hochregelt, dann wird das Ganze runder. Das heißt, es wird nicht so hart abgeregelt, sondern es hat einen Kurvenweg nach unten in der Lautstärke. Dann wäre noch kurz zu nennen Attack und Release. Attack ist quasi, wie schnell greift der Kompressor in das Signal ein. Das heißt quasi, wenn jetzt das Signal hier ankommt und laut wird, ein Anschlag kommt, der sehr laut wird, wie lange es dauert, bis der Kompressor nach der Überschreitung des Grenzwertes das Signal wieder leiser macht und runterdrückt. Wenn der Anschlag kommt und ihr habt eine Kick, wie ein Duff, ne, als Beispiel jetzt mal, dann würde circa, nehmen wir, das heißt circa exakt 5 Millisekunden nachdem das Duff, nachdem der Transient, quasi der Spike hier, angeschlagen hat, 5 Millisekunden danach würde der Kompressor greifen und das Ganze runterdrücken. Release ist quasi komplett das Gegenteil davon. Release wäre, nachdem der Anschlag da war, nachdem der Kompressor aktiv wurde und wieder der Grenzwert unterschritten wird, wie lange es dauert, bis der Kompressor dann die eigentliche Lautstärke wiederherstellt. Wenn er quasi den Fader runterregelt, wie lange er dann braucht, um wieder hochzukommen. Ne? Also, wenn man das jetzt mal so zeigt, nehmen wir einfach mal den Mixer hier, dann kann ich euch das mal auf dem Mixer zeigen. Genau, wenn ich jetzt quasi, ich habe einen Kick-Anschlag und der Grenzwert wird überschritten, dann kommt ja die Attack-Zeit und nachdem die abgelaufen ist, kommt der Downpull. Ne? Da zieht der Kompressor das Signal halt runter.
ist der Kick quasi zu Ende und der Grenzwert wird wieder unterschritten, dann kommt die Release-Zeit und dann zieht er das Ganze wieder dahin, wo es ursprünglich war. Ne? Also der Kompressor macht ja im Prinzip nichts außer das. Dum, 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 dum. Kompressoren haben im Regelfall sind es ja so wie dieser hier oder einfach prinzipiell das Signal runterregelt. Es gibt dann aber auch noch charakteristische Kompressoren, wie zum Beispiel den Distressor von Imperial Labs, die im Prinzip nicht nur das Signal runterregeln, sondern einfach dabei auch noch ja, einen eigenen Klangcharakter erzeugen, wenn sie das Signal runterregeln, da meistens noch ein bisschen Verzerrung draufsetzen. Der Distressor zum Beispiel, wenn man den mit einem relativ harten Ratio anfährt, also einer relativ harten Kompressionskurve, dann setzt das Ganze meistens noch ein bisschen harmonische Obertöne mit rein und verzerrt das Signal ruhig in dem Fall noch ein bisschen. Also da kriegt man dann einen ganz eigenen Sound raus. Ich kann hier mal an einem Beispiel zeigen, wie sich das Signal eigentlich nach so einer Kompression verändert. Dafür habe ich hier mal eine Einstellung vorgenommen mit einer relativ kurzen Attack-Zeit, das heißt, nachdem der Grenzwert überschritten wird, kommt sehr schnell die Wirkung des Kompressors zu Trage und der zieht dann auch das Signal relativ heftig runter. Das klingt dann erstmal ohne Kompression so. Und mit Kompression dann so. Also ihr merkt, hier wird dann im Klangbild sehr doll Fokus auf die Tails gelegt, sodass die halt wesentlich lauter werden. Wenn wir das Ganze jetzt mal printen, also sprich, ich mache hier einfach mal eine Aufnahme von dem Signal, dann sieht man das auch sehr deutlich. Und da seht ihr dann schon relativ deutlich, dass es hier eine klare Einheitlichkeit gibt. Hier fällt das Signal danach langsam ab. Und hier sind zwar die Transients selber sind noch relativ identisch laut. Diese müsste man dann, wenn man die auch runter haben will, müsste man die mit einem Transient Designer oder einem Transient Shaper bearbeiten und könnte die dann auch noch runterziehen. Im Prinzip habt ihr danach aber ein relativ einheitliches Signal. Das fällt halt nicht so ab, es ist einheitlich in der Lautstärke. Das sieht man ja gerade auch bei dem China zum Beispiel hier sehr, sehr doll. Hier fällt es ab und hier ist alles relativ einheitlich. Okay, genau, so viel erstmal dazu. Es gibt auch, unabhängig davon, dass man dann leise Parts lauter macht, ich kann euch das mal beim Bass zeigen, das ist immer sehr, sehr interessant. Ja, da ist im Prinzip schon ja, das Signal ursprünglich vom Bass schon relativ gut komprimiert. Da gibt es eigentlich nicht viel zu machen. Meistens ist es aber so, dass ein Bass relativ ungleichmäßig ist. Wenn man den dann nicht mit einem Kompressor relativ auf ein einheitliches Fundament bringt, dann habt ihr im Mix auf einmal so Punkte, wo der Bass krass heraussticht und dann wieder sehr leise ist und all over the place quasi. Ne? Also da ist es halt schon extrem wichtig, beim Bass halt Kompression draufzusetzen, damit der Bass dann auch einheitlich bleibt. Auch hier nochmal zum Beispiel mit dem Safe Compressor. Ihr seht, das Ganze bleibt dann relativ einheitlich auf dem Punkt. Nach der Kompression, auch hier können wir mal einen Print machen und dann müsste man das auch relativ gut sehen.
Genau. Und gerade hier sieht man es, das sind halt Noten, zum Beispiel höhere Noten, die im Bass dann halt einfach mal ein bisschen dünner werden. Der Kompressor arbeitet hier aber hervorragend und bringt das Ganze gerade in den Tails dann wirklich zu einer einheitlichen Sache. Na, da klingt das halt schön einheitlich. Hier müsste man lediglich an den Transients arbeiten. Gerade beim ersten Anschlag ist es halt so, dass Kompressoren dann dazu neigen, dass die poppen halt sehr doll. Ne? Das, gerade wenn man im harten Ratio arbeitet und dieser ja, Wert dann doch recht hoch ist, wobei 3 zu 1 noch ja, weitestgehend okay ist, oder auch eine relativ niedrige Attack-Zeit. Dann kann es passieren, dass die Transients dann doch sehr laut werden. Ich arbeite dann entweder mit dem Transient Designer dagegen oder ich mache es dann halt so, dass ich das Ganze vergrößere, schneide, ne, die Cut-Through-Geschichte ist genau, passt, schneide ich das Ganze und ziehe dann halt den Transient relativ weit runter. Dann kommt das Ganze der Sache schon näher. Ich sag, das ist so, ah, ne, ein bisschen Attack soll ja sein, aber so. Schon habt ihr nicht so einen übertriebenen Mega-Pop. Ne? Dann gibt es noch das Thema Multiband-Kompression, was auch, wie ich finde, sehr, sehr interessant ist. Denn manchmal will man nicht das gesamte Signal lauter machen, sondern will sich dann hauptsächlich auf Frequenzen fokussieren, die dann halt hervorstechen, was beim Bass eben meistens der untere Bereich ist. Ne, da kommt so ein Multiband-Kompressor sehr, sehr gelegen. Da kann man dann nämlich genau definieren, wo der Kompressor greifen soll. Ne, hier jetzt beispielsweise im niedrigen Bereich oder im mittleren Bereich kann dann hier genau abgrenzen, wo der Ganze aktiv wird. Man kann den Gain hier runterziehen und auch hier hat man jeweils immer ein Threshold Ratio, Attack und Release für jedes einzelne Band des Equalizers. Und da macht es halt Sinn, weil da kann man sich halt vollkommen auf die Frequenzen konzentrieren, die im Mix dann halt ja eher hin und her wackeln in der Lautstärke und nicht einheitlich sind. Ne? Und ihr merkt auch, dadurch, dass ich hier den Bass runtergezogen habe, also den eigentlichen Gain von diesem Frequenzband runtergezogen habe, dann komprimiert habe, wirkt der Rest einfach lauter. Und das ist eben schon ein guter Vorteil beim Multiband Compression, also bei der Multiband Kompression, dass ihr da eine geniale Einheitlichkeit schaffen könnt, ohne das gesamte Signal zu bearbeiten, sondern euch eben wirklich nur auf die Frequenzen konzentrieren könnt, die halt brutal hervorstechen. Ne? Dann gibt es noch sehr, sehr gute Tricks, auch das Thema Sidechain Compression. Ist ein interessantes Thema, was aber auch eben für viele böhmische Wälder ist. Allerdings in den meisten Fällen ein sehr, sehr praktisches Thema. Ich kann euch mal erklären, wie ihr im Prinzip gerade in euren Mixen, Rock, Metal, mit Sidechain-Kompression das Gesamtbild viel, viel klarer und definierter machen könnt. Denn wenn zum Beispiel zwei Instrumente sich im selben Frequenzbereich aufhalten, wie zum Beispiel eben die Kickdrum vom Schlagzeug und der Bass, dann macht es Sinn, ja klar, mit genereller Lautstärkenanpassung zu gucken, dass sie sich nicht in die Quere kommen, auch mit Equalizing. Aber was sehr cool ist, ist, ein Kick spielt ja in der Regel nicht durch die komplette Bank weg, sondern so wie der Bass, der halt wesentlich länger sagen wir mal, im Klang ist als eine Kickdrum. Eine Kickdrum ist ja relativ kurz. Wenn eine Kick ertönt, der Bass quasi kurzweilig Platz macht. Und das kann zum Beispiel in solchen Sidechain-Compression-Tricks super erreicht werden. Wir nehmen da einfach mal einen normalen Kompressor auf dem Bass drauf, aktivieren hier das Sidechain-Häkchen. So, und was dann passiert ist, der Kompressor arbeitet erstmal überhaupt nicht. Mein Gott, was ist denn hier los? Ich mache mal hier den Sound aus. So. Ruhe im Schiff. Was dann passiert ist quasi, der Kompressor arbeitet in erster Linie erstmal gar nicht und wartet auf ein Sidechain-Signal, also auf ein Signal, was in den Kompressor eingeführt wird. Und dieser bearbeitet dann den Threshold. Ne? Quasi sobald ein Signal reinkommt, drückt dieses Signal das Signal vom Bass runter. Dafür müssen wir natürlich jetzt irgendein Signal in diesen Sidechain-Kompressor vom Bass reinleiten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal von der Drumspur hier die Kickdrum
aktivieren die einfach mal. Ich guck mal, jetzt müsste sie ja eigentlich laufen. In dem Fall müssen wir uns die Kickdrum aufmachen und müssen hier einen Cent in den Sidechain des, in, also in die Sidechain des Kompressors machen. Ne? Denn die taucht hier auf, die Sidechain. Und dann können wir das Ganze reinmachen. Dann wird das aktiviert, das ist auch noch wichtig. Pre- oder Post-Fader heißt natürlich entweder Pre-Fader, dann würde das ganze Signal von hier abgefangen werden. Und es spielt keine Rolle, was ihr hier an Lautstärke verändert. Das Signal, was hier rauskommt, wird dann an den Kompressor gesendet. Post-Fader wäre quasi nach dem Kanalfader. Also wenn ihr hier die Lautstärke runterdreht, dann ist es auch so, dass am Kompressor weniger Signal ankommt. So, und sobald ich das jetzt gemacht habe, könnt ihr hier im Kompressor beim Bass sehen, dass da was passiert, wenn die Kick angeschlagen wird. Dann wird das Signal runtergedrückt. Und wenn ich jetzt den Bass anmache, dann seht ihr, dass sobald die Kick anschlägt, der Bass quasi runtergedrückt wird vom Kompressor. Genau. Und hier hört man es halt relativ deutlich, der Bass macht Platz für die Kickdrum und das hat natürlich den Effekt, dass die Kickdrum dann in dem Gesamtmix nicht untergeht, sondern einfach viel präsenter wirkt und einfach viel besser im Mix hervorsticht. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr cooler Sidechain-Trick, den ich auch in fast allen meinen Produktionen verwende, gerade weil Bass und Kickdrum sich dann häufig in demselben Bereich aufhalten. Solche Sidechain-Compression kann man theoretisch sogar auf einen gesamten Mix legen und könnte quasi sagen, okay, wenn die Vocals quasi präsent sind, geht der gesamte Mix ein bisschen runter. Also das heißt, man hat zum Beispiel auf dem Mix-Bass hat man einen Kompressor drauf, und setzt dann per Cent die Vocals in die Sidechain vom Kompressor. Und sobald die Vocals aktiv werden, drückt quasi der Kompressor, kann auch ein Multiband-Kompressor sein, um sich halt dann auf die Frequenzen der Vocals zu fokussieren, drückt dann das Signal runter und macht Platz für die Vocals. Das ist ein Effekt, den würde ich, wenn ich ihn überhaupt ansetze, das ist schon was für Faule, kann man sagen, dann nur sehr, sehr dezent anwenden. Hat aber den positiven Effekt, dass wenn die Vocals durchkommen, dass sie halt total im Fokus liegen und das Instrumental halt ein bisschen Platz macht. Das ist es dann im Prinzip. Also man kann da wahrscheinlich noch wesentlich mehr dazu sagen. Was jetzt zum Beispiel auch im Glenn Fricker Video nochmal erklärt worden ist, sind die Charakteristiken vom Kompressor. Bei solch einfachen Kompressoren ist da nicht viel Charakteristik vorhanden, aber es gibt halt viele Kompressoren wie den CLA oder NCL-Kompressor, der im Prinzip dann doch schon auch analoge Eigenschaften mitbringt, und wenn er komprimiert, dann bringt er noch einen eigenen Klangcharakter mit rein. Das ist aber von Kompressor zu Kompressor unterschiedlich, eben auch beim Distressor, wie schon erwähnt. Das sind so Sachen, da muss man einfach mal sich das anhören, wie die Kompression arbeitet, und sich den eigentlichen Klangcharakter raushören. Das kann manchmal positiv auf die ganze Sache einspielen, manchmal aber auch nicht. Da muss man sich dann wirklich mit den einzelnen Kompressoren beschäftigen. Aber grob zusammengefasst, hoffe ich, habt ihr dadurch jetzt schon mal ein bisschen besseres Verständnis davon, wie Kompressoren arbeiten und wie ihr daraus euren Nutzen ziehen könnt. Ja, so viel erstmal zum Thema Kompression. Ich hoffe, ihr konntet daraus einige Tipps mitnehmen und das auch bei euch anwenden und habt jetzt ein bisschen besseres Verständnis von der Kompression. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, gerne auch mit der Glocke. Und dann sehen wir uns auch hier nächsten Freitag wieder. In diesem Sinne, bis dann, ciao.